Sepp oder Kampfholz? Sepp oder Kampfholz? Kann sich Musik wünschen? Nee, noch nicht. Gut, dann versuchen wir es mit uns selbst und dann schauen wir mal. Alle coolen Leute sagen Sepp, alles klar. Oh, da ist das Kampfholz schon mal weg, perfekt. Gut, warum spielt jetzt ein Eisgolem? Oh, er hat ein Elektro-Wizard. Nein, Mann. Das finde ich jetzt wieder gar nicht cool. Was ist das schon wieder für ein Deck? Kann man das mal jemand erklären? Ich hätte schon jetzt. Das verstehe ich jetzt wieder gar nicht. Wieso er das gemacht hat. Er kann doch nicht die ganze Zeit. Also, das ist ja so ein billiges Deck, dass er die ganze Zeit da durchrotieren kann. Komisch, verstehe ich ja nicht, was das für ein Deck sein soll. Nicer Predict hier. Was? Wo kommt. Muss mir echt jemand erklären, wie das geht? Wie soll das funktionieren? Kann das mir jemand erklären, bitte? Vom Elixier her. Muss es mir einfach mal jemand nach oder halt nachvollziehen können, nacherklären können. Wo der die ganze Zeit den Elektro-Wizard hernimmt, die anderen Karten, jetzt kommt schon wieder sein Kampfholz. Jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass er schon wieder gleich ein Elektro-Wizard bereit hat. Never. Ich dachte schon, Mann. Das wäre ganz, ganz suspekt gewesen. Das wäre mir ganz suspekt gewesen, Kollege. Da noch eine Rakete, was? Na gut, dann bin ich ja froh, gegen ihn gewonnen zu haben. Warum ist es denn billig? Wie mache ich denn Trix nach Ivan? Würde mich erstmal gerne interessieren. Hallo Bett, es ist Marcel. So Ivan, jetzt will ich. Ich stelle mir nur die Frage, was mache ich denn Trimax nach? Würde mich mal interessieren. Wie du da jetzt drauf kommst. Muss ja irgendeinen Grund haben, dass ich ja Trimax nachmachen sollte. Also kannst ja gerne jetzt mal reinschreiben, was ich nachmache. Hallo Abchill. Gab es deinen Namen, Chef? Wie gesagt, mein Nachname ist Strobel und einfach ein Chef davor gepackt. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Fuck, Alter. Dann spielt er auch noch sowas. Nicht dein Ernst, Mann. Gut, Kampfholz ist draußen. Können wir direkt noch mit einem Gegenpush.
Nee, würde mich einfach nur interessieren. Ich mache ja angeblich Trimax nach, aber muss ja irgendeine Begründung geben, inwiefern ich Trimax nachmache. Würde mich nur mal interessieren. Ich finde den Stream geil, vielen Dank. Bis heute Abend auf jeden Fall. Also wenn er zum Beispiel den Titel meint, ich weiß jetzt nicht, wie lange Ivan zuschaut, aber zum Beispiel vorhin hatte ich halt aus vier Giant Chests hatte ich zwei legendäre Karten. Deswegen bin ich jetzt auf den Titel Tri-Hack-Echse gekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Soll ja irgendwie gar kein Nachmacher sein. Oh, meine Fresse. Du bist auch wieder ein Spacko. Schnell, Valkyrie, gib Gas. Oh, jetzt muss er schon einen Poison Spell setzen in der Defensive, perfekt. Wäre ein ganz unsympathischer Zeitgenosse. Ah, nicht dein Ernst, dass du den schon wieder ready hast? Na egal. Und die Valkyrie dabei. Und das hier dabei. Wie das alles vollkommen klar. Komm schon, gib Gas. Mann. Wieso komme ich da nicht durch, Mann? Durch seinen dummen Poison-Spell oder was? Kannst du nicht erzählen, dass er so viel Damage da die ganze Zeit macht? Naja, naja. Instant weiter pushen. Jo, das passt. Hätte ich jetzt auch mal sagen, freut mich. Danke, Marcel. Super, das ist die Trimax-Vertretung, ja. Ich weiß nicht, theoretisch wäre Hurrikan, Hanky, ich, er. Also theoretisch jeder, der den Autohost von Trimax drin hat, ist die Trimax-Vertretung. Jetzt hat er halt, weil er schon als erstes angefangen hat zu streamen. Ist er jetzt theoretisch die Trimax-Vertretung, aber an sich ist es Hurrikan, Hanky, ich, alle, die halt den Autohost drin haben. Heute noch der H1 Z1. Wir können vielleicht nachher noch zum Ende vielleicht noch eine Runde spielen. Können uns mal reinziehen, aber wie gesagt, ich streame, denke ich, bis um 8. Meister Vater spielt den Inferno-Turm, dann sag ihm, das geht so nicht. Ich glaube, der hat ein Kampfholz. Also, entweder jetzt hat er das Kampfholz of the Year. Nee. Komm, Boulder. Ah, den Boulder. Ah, das ist okay. Weil der ist vom Stun gefangen wieder. Das ist geil. Muss aber hier sein. Ice Wizzy. Hast du mein. Nee, ich bin. Ich, also, ich bin ganz selten am Handy. Ich habe nur geguckt, was meine Freundin geschrieben hat. Sonst nichts eigentlich. Guck mal, das ist auch wieder so ein Witz. Wieso greift jetzt dieser eine Elite-Barbar den Turm an? Lol. Wieso setzt er da. Wieso zur Hölle setzt er da eine Skelettarmee? Komm mal, Kyrie noch. Oh, dieser eine Bogenschütze da. Wir haben aber guten Damage. Wir werden den Turm verlieren, oder? Nein, werden wir natürlich nicht. Die Valkyrie ist da. Ja, die Valkyrie passt perfekt in die Meta, das ist sehr geil. Das freut mich.
Wir müssen jetzt hier weiter Druck machen, Männer. Ansonsten sieht es gar nicht gut aus für uns. Scheiße. Guck mal, das ist alles so richtig schlecht verteidigt. Muss mal ganz kurz gucken, dass ich das so mache. Und so. Und dann gewinnen wir das. Hallo Clash Royale Day. Bist du ein schlechter Spieler, wenn du Inferno spielst? Nee, habe ich nicht gesagt. Ich mag die Menschen. Was heißt, ich mag die Menschen nicht? Ich mag die Spieler nicht. Wenn du einen spielen willst oder spielen musst oder das Verlangen hast, dann spiel ihn. Ich hasse die Karte. Ich hasse die Karte auf den Tod und ich werde sie auch immer weiter hassen. Ist genauso wie in... Mann, was ist das schon wieder für einer? Da spielt bestimmt wieder so ein Deck, wo du nur kotzen kannst. Das ist gar nicht, dass du Koboldfass spielst. Okay. So, da siehst du schon. Es gibt immer Leute, die irgendwas auszusetzen haben an irgendeiner Karte. Ich verstehe jetzt nicht, was am Koboldfass schlimm sein soll. Verstehe ich jetzt nicht. Aber okay. Nein, der E-Wizard. Sepp. Oh mein Gott, der Sepp war Gold wert. Oh mein Gott. Was ein geiler Sepp. So, warum hat er mich jetzt die ganze Zeit vorhin zugeflamed? Das muss mir auch noch jemand vor. Man muss mir jetzt jemand erklären, ehrlich gesagt. Wieso soll er mich vorhin zugeflamed hat? Oh, perfekt. Jo, hau rein. Oh, schöner Predict. Gehen wir mit dem Lava. Was? Du sagst oft ehrlich gesagt, ja, das stimmt. Ja, ich habe immer so ein paar Wörter, die ich gerne mal wiederhole. Ist normal bei mir. Hat der das Koboldfass gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, Executioner schon rein. Oh, er spielt einen Giant Skeleton. Wie krass. Hilfe! Ein Giant Skeleton! Lol, hat er jetzt nicht gemacht, oder? Der hat jetzt ja nicht da sein Koboldfass hingeworfen. Das war jetzt aber dämlich. Okay, das war jetzt echt dumm. So, er flammt die ganze Zeit vor dem Spielen, dann passiert sowas. Das Deck ist gut, ja, das Deck gefällt mir auch. Tiger bin auch am Start, ja, hallo. Musti, mir geht's gut, vielen Dank. Oh, Alter, ich krieg langsam Hunger. Sollen wir mit dem Kobold fast einfach anfangen? Aber ich will das eigentlich jetzt nicht.
Dann machen wir das einfach so und so. Oh, er spielt. Nein, 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 nein. Das muss ja so geil verteidigen einfach. Das ist ja wieder beschissen. Also so eine Starterhand wieder zu bekommen. Also da will mir doch wieder Clash Royale einfach komplett ans Bein pissen, oder? Kann sich das jetzt gerade jemand erklären, was das jetzt gerade sollte? Diese Starterhand. Also ich kann es jetzt absolut nicht erklären, was er sollte. Aber nun gut. Kann man mal gern machen. Jawohl, der hat noch den Henker. Wow. Ganz großes Kino. Wow. Super. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Oh, da fühle ich mich wieder komplett verarscht. Aber sowas von verarscht. Keine Ahnung, was das soll. Und da kann sich nicht. Also mehr kann ich mich gar nicht verarscht fühlen mit so einer Starterhand. Ohne Spaß. Was sind das 20k Zuschauer? Nein, 20k Follower. Oh nee. Sein Tornado war extrem schlecht eigentlich. Sein Tornado ist ein Eisgolem. Lol. Was? Hä? Was spielt ihr da zusammen jetzt auf einmal? Kollege. Du spielst ja gerade ein bisschen Bullshit zusammen. Sepp. Ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Lol. Lol. Wir haben ein bisschen Bullshit zusammengespielt. Hallo Daniel. Hast du auch YouTube? Ja, ausruhen sein YouTube oder einfach Chef Schrobel schauen. Hast du was, das auch in dem Trainingsfall? Ich weiß doch, habe ich ja nicht gesagt. Aber mich hat ja nur vorhin jemand gefragt, wer denn die Vertretung ist. Ich habe nur gesagt, dass es theoretisch Henki ist. Hurrikan und ich, jetzt sind ja mit ihm in dieser Stream-Gruppe in WhatsApp, aber auch jeder, der den Autohost von ihm erhält. Ob ich der Bruder von Trimax bin? Ne, da bin ich nicht. Sonst habe ich gar nicht aufgepasst. Scheiße. Ganz schlechte Valkyrie. Oh, überholt jetzt hier unser. Lol. Wie geil. Wie geil ist das? Ey, der Elektro-User, das ist echt in der Meta. As fuck. Guck euch das mal an. Der Lava-Hund ist am Turm. Alles klar. Schneller. Executioner macht keinen Scheiß. Aber die Fire Spirits sind aber auch schwach gewesen. Nice, Mann. Sehr schöne Verteidigung hier. Leute, setz hier nochmal die Valkyrie ein. Welche Playlist ist das? Das ist die von. Also, wenn du auf Spotify Trimax eingibst oder Trimax NCS, dann kommt diese Playlist. Ich glaube, die wurde extra für ihn erstellt. Ja, das ist sie einfach. Dieses Lava-Hund-Deck gefällt mir echt hardcore. So, ich will das jetzt einfach free crown.
Wir sollten das eigentlich gewonnen haben. Jo. Moin was, hallo Maxi. Bestes Backdoor, oder wie man das schreibt, ist Kobold Gang. Das stimmt. Hat man ja auch schon beim Max im Video gesehen, als ich das ein oder andere Mal das rausgehauen habe. Ey, dieses Lava-Deck gefällt mir. Was sagt denn ihr dazu? So, der Eiswizard ist auch am Start. Fuck. Jetzt habe ich die Valkyrie nicht dabei und dann sowas. Jetzt hat er bestimmt meinen rechten Turm schon so gut wie. Ich konnte jetzt nicht davor setzen. Und er hat einen Elektro gesagt. Scheiße, Mann. Das gefällt mir jetzt hier gerade gar nicht, was hier passiert. Kill den mal bitte. Oh, ein Musketier. Ah, das ist... Boah, fuck, Alter. Das wird richtig eklig. Na gut, er hat aber viel Elixier jetzt ausgegeben. Ich bait, oder ich will mal seinen Kampfholz rausbaiten, wenn er überhaupt einen spielt. Oh, er spielt keinen, schade. Aber damit ist aber sein Eiswizard weg, in seiner eigenen Hälfte. Wir machen noch Schaden, perfekt. Da traden wir 3 gegen 3 Elixier und machen noch Schaden. Und er hat eigentlich gerade viel Elixier ausgegeben, um das zu verteidigen. Ich denke mal, jetzt können wir gleich seine Elite bewahren, ja. Oh ne, oh, ich dachte gerade, die greifen jetzt nicht die Valkyrie an. Perfekt. Und ich will jetzt auch dann eher den Henker setzen, anstatt den E-Wizard, weil der eine viel geilere Reichweite hat. Oh, oder? Ah, so geil war das jetzt doch nicht, ehrlich gesagt. Fuck, Alter. Das war doch nicht so geil, wie ich dachte, Männer. Schade. Fuck, Mann. Dass ich mir den Turm überlassen muss, war klar. Oh ne, Mann. Was ein starker E-Wizard. Boah, ein bisschen Schaden musst du jetzt machen. Ja gut, die kriegen den anderen Turm mit dem Sepp. Das ist schon mal gut. Wir sind den anderen Turm mit dem Sepp bekommen. Oh, der hat noch einen Bowler. Nein. Warum zerlässt du doch einen Bowler? Wahrscheinlich musst du einen Sepp durchcyclen. So, schaffen wir es jetzt auf den letzten Metern das Ding noch zu holen? Ist jetzt hier die Frage. Oder zerstört der Kollege uns hier? Das ist relativ spannend. Ich glaube, jetzt kommt sein E-Wizard da reingefercht, oder? Mir schon klar ist, als die Elite über Bahn kommen. Was? Sein Musketier greift nicht den Turm an. Nicht den. Das war jetzt aber ein Witz. Okay. Okay, okay, okay. Na gut, jetzt hat er gepanickt. Jetzt sollte das Ding rum sein eigentlich. Jo, geil. Kennst du meine Chip Damage Deck ohne Princess jetzt nicht aus dem Stegreif? Chef, hab einen kleinen Tipp für dich. Was denn? Okay, du musst den. Okay. Was? Eine Playlist für mich zu erstellen? Ja, wenn da keine NCS, also da muss halt No Copyright Musik drin sein. Das Deck gefällt mir. Ich weiß nicht, was sagt denn ihr hier alle dazu? Oh, er spielt den Henker. Aber es ist geil, dass er auf der anderen Seite gespielt ist. Erstmal. Wenn jetzt da rechts kein Backup kommt, dann werde ich den einfach jetzt durchlaufen lassen. Ich weiß, das ist Damage. Na gut. Wir lassen ihn doch nicht durchlaufen. Komm, fokussier den Turm. Danke. Ich
Frage, hat er noch ein Kampfholz? Dann, ja, dann heule ich, ja. Geil. Krass. Er macht einen Push und er die Pfeile. Wow. Ey, was, Alter? Er hat das Konterdeck des Jahres. Er hat das. Er spielt Pfeile Kampfholz. Oh mein Gott. Ja, wow. Er ist verloren. Klasse. Komplett weggewichst das Deck wieder. Ganz großes Kino hier. Pfeile Kampfholz. Keine Ahnung, wie ich das gewinnen soll. Und den Bowler natürlich auch noch. Ja gut, der Bowler ist jetzt hier nicht die große Baustelle für uns, aber trotzdem. Keine Ahnung, was ich machen soll, ja. Klasse. Sepp. Gar kein Plan, ja. Und der Bowler greift auch den Turm mit an. Ja, das ist verloren. Das ist ja. Das ist ein absoluter Witz. Ich weiß gar nicht, wie der sich jetzt gerade so feiern kann. Wieso die Valkyrie da erstmal einen 80 Meter langen Bogen laufen muss? Ja, das ist verloren. Oh, ist das bitter, Mann. Ist das bitter. Da verlierst du gegen jemand, der einfach das ultimative Konterdeck gegen dich hat. Ist ja auch ein Witz. Wenn ich das doch gewinne, jo, dann ist. Oh, das ist ja keine Ahnung. Der Eli-Pfeile, ja, oder das, ja, das ist. Boah, ist das ein Beschiss, Mann. Ich habe keine Elgato. Boah, ich weiß gar nicht, warum er sich so freut. Sein Deck hat komplett mein Deck gekontert. Also. Keine Ahnung, starkes Spiel war das jetzt nicht von ihm. Können wir den Execute schneiden? Ich weiß nicht, wer sie setzen soll. Jetzt mal den E-Wizard. Keine Ahnung. Oh, er hat sein Kampfholz rausgehauen. Ist gar nicht so schlecht für uns, ehrlich gesagt. Aber er spielt auch einen Lava-Hund. Nur das Problem ist jetzt, dass unser. Schnell, Goblin Gang. Oh, er überlebt sogar, wie geil. Jetzt kommt. Nein! Lol, der Bug entsteht. Okay. Okay. Wie nimmst du auf mit den mit Air-Servern? Oh, jetzt, er hat sich relativ viel gegen Luft. Muss ich mir schon mal merken. Und hat eine geile Rotation, im Gegensatz zu mir. Nein, Lava-Hund, gib Gas. Du bist so fett und langsam. Nein. Bringt es was, sich da rein zu färchen? Nee. Ah, doch. Oh, nee, doch nicht. Das war ganz dumm gespielt. Ich glaube, jetzt geht er mein Turm. Ich glaube, jetzt ist mein Turm down, ehrlich gesagt. Ja. Oh, er spielt auch einen Ballon. Oder, außer ich kriege jetzt auch den Tornado rein. Der Tornado wird mich jetzt noch retten. Der Tornado rettet mich. Und der Feuerball tötet mich. Oder? Oh, nee. Doch nicht. Boah, das wird ein ganz, 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 ganz enges Ding hier. Ich brauche den Henker. Ich muss da jetzt die ganze Zeit durchcyclen. Ich muss. Ich
muss jetzt hier durchcyclen, dass ich den Henker habe. Sonst habe ich ein Problem. Und schnell den Tornado bitte noch rein. Geil, Mann. Richtig geil. Der nächste Lava-Hund kommt jetzt. Wie soll er jetzt auch einen Lava-Hund? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Leute, da muss ein Feuerball raushauen. WTF. Gewinnen wir. Hi Chef, herzlich grüßen heute schon, Maru. Ich verstehe die Valkyrie im Deck nicht. Rico, die Valkyrie ist da, um zu existieren. Nein, der Valkyrie ist dafür da, wenn der Gegner jetzt sowas wie Elite-Barbaren spielt, schnelle Bodentruppen. Dafür ist die Valkyrie da. Also das hat mir vorher eigentlich ganz gut gesehen, gegen Elite-Barbaren weiß ich relativ gut. Deswegen. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Aber das ist so der Sinn eigentlich in dem, an der ganzen Sache. Der Valkyrie, die Valkyrie habe ich doch gesagt, oder? Gefällt mir nicht eigentlich so richtig, dass ich jetzt hier den E-Wizard raushau. Aber was mir mehr gefällt, ist, dass es Kampfholz raushaut, ehrlich gesagt. Das gefällt mir schon ein bisschen mehr. Jetzt hätte ich den Henker gebraucht. Fuck. Lol. Macht der jetzt nicht ernsthaft, oder? Hat der jetzt nicht ernsthaft seine Kobold-Gang da reingesetzt, oder? Was ist das denn? Spiel Inferno-Turm. Wow. Gut, wir haben den Elektro-Wizard aber am Start. Dann wissen wir jetzt auch. Jetzt weiß ich auch ganz genau, wie ich gegen den Gegner spielen muss, einfach. Jungs, das wird eigentlich eine ganz chillige Sache. Sollte eine ganz chillige Sache werden, hoffe ich mal. Okay. Hallo Clash-Universum. Freut mich, dass du auch am Start bist. Lol, er setzt seinen Inferno-Turm. Was ein Troll. Ist aber gut, wie gesagt, für mich ist das perfekt. So, Kollege. Und tschüss. Nein, nein, ich hätte das nicht zappen sollen. So, jetzt habe ich aber schlecht gespielt, ehrlich gesagt. Fuck, Alter. Jetzt habe ich ganz schlecht gespielt. Okay. Ah, das war nicht gut vom Chef. Hast du überlebst das nicht? WTF, wieso überlebt er das nicht? Mann, du fuckst mich gerade ein bisschen ab. Guck, das ist abfucken, Jungs. Das ist abfucken. Nicht das, was ich vorher gemacht habe, das ist abfucken. Ja, das verlieren wir. Schade. Schade, Mann. Das hätte ich so gern gewonnen gegen den Spacko, Alter. Das ist jetzt abfucken. Das, was ich vorher gemacht habe, das war in keinster Weise abfucken. Oh, da habe ich jetzt irgendwie kein Ding gegen den gefunden, gegen den Bastard. Kannst du seinen Wayplay da in den Arsch schieben. Naja, 9 Siege. 11.500 Gold, 5-mal Valkyrie, 1-5 Dominions sind fast maxed out, 8-mal der Ice Golem, die Kobold Gang, 18-mal der Wizard, 151 die Kanone, 22 der
Ja, wieder keine legendäre Karte, Mann.